Hallo und herzlich willkommen, liebe Thüringer. Ich freue mich besonders, Sie begrüßen zu dürfen zu Ihrem neuen Sendeformat im Regionalfernsehen. Der Bericht aus Erfurt ist eine Gemeinschaftsproduktion der Thüringer Lokalsender und wir sind sofort für Sie einmal im Monat unterwegs im Erfurter Landtag. Wir berichten über aktuelle Entwicklungen, holen Entscheider vor die Kamera und berichten, welche Auswirkungen die Abstimmung der Abgeordneten hier vor Ort haben. Und das sind die Themen der Sendung. Was macht der Digitalpakt? Wie weit ist Thüringen beim Thema digitale Schule? Sowohl Regierung als auch Opposition legen dazu neue Anträge vor. Die SPD hat eine Aktuelle Stunde zum Ballstedt-Prozess beantragt, der seit kurzem erneut vor dem Landgericht Erfurt läuft. Welchen Einfluss haben Verbände, Lobbyisten oder private Personen auf Abgeordnete? Das war dieses Mal im Landtag die große Frage und deswegen gab es zwei Gesetzesvorschläge. Neuwahl oder nicht? Bricht die CDU-Fraktion ihre Zusage, gemeinsam mit den Regierungsfraktionen für eine Auflösung des Landtags zu stimmen? Oder gibt es Schützenhilfe aus anderen Fraktionen? Das aktuelle Plenum. Die wichtigsten Entscheidungen zusammengefasst in 2 Minuten und 30. Long-Covid. Welche Strategien will Thüringen bei der Analyse der Langzeitfolgen entwickeln? Wir kommen zu unserem ersten Thema. Über 12 Monate sind vergangen seit Covid und Millionen wurden im letzten Jahr investiert in die Digitalisierung der Schulen. Das heißt zur Bereitstellung von Laptops, digitale Schulkonzepte und eine Erweiterung für die Breitbandanschlüsse der Schulen. Was ist mit diesem Geld passiert? Wo stehen wir? Sind wir noch ein Entwicklungsland oder wie sieht es hier aus? Wir machen eine Bestandsaufnahme für Sie. Als Corona die Schulen 2020 in den ersten Lockdown schickte, traf ein nur mäßig modernes Schulsystem auf neue Probleme. Eine seit Jahren verschleppte Digitalisierungsoffensive rächte sich, denn viele Schulen waren nicht in der Lage, auf Distanzunterricht umzuschalten. Ja, 1989 schon. Dann bin ich hier oben in Neuhaus Schulleiter geworden und da haben wir das erste Computerkabinett drüben in der dritten POS damals noch eingebaut. Also da war das schon Thema. Und in dieser langen Zeit haben manche ganz toll gearbeitet, manche aber nicht so. Und deshalb haben wir da auch eine Heterogenität im Entwicklungsstand, den die einzelnen Akteure haben, also die einzelnen Schulen. Und jetzt sind wir nochmal an einer Stelle angelangt, wo das ganze System unheimlich viel lernt und lernen muss. Weil einfach jetzt dieser häusliche Unterricht da ist, dieses häusliche Lernen, und da sind wir auf die Technik angewiesen. Nicht ausschließlich, aber doch auf die Technik. Von 2019 bis 2024 sollen 147 Millionen Euro im Rahmen des Digitalpaktes in Thüringer Schulen fließen. Dass dies zu langsam sein könnte, hat Corona dann gezeigt. Schneller reagiert hat man hingegen bei freien Trägern, wie hier am Altenburger Spalatin-Gymnasium, welches zur Evangelischen Schulstiftung Mitteldeutschland gehört. Schon im Herbst letzten Jahres war man digital ausgestattet. Was hat man hier richtiger gemacht? Ja, richtiger und falscher, das ist natürlich so ein Begriff. Da habe ich immer ein bisschen Sorge davor. Aber also was wir auf alle Fälle gemacht haben, wir sind 2 Jahre vor dem ersten Lockdown mit der Schule in einen Schulentwicklungsprozess zum Thema Digitalisierung gegangen, weil es damals schon um den Digitalpakt ging und dass es irgendwann Gelder geben wird. Und so haben wir uns mit Schülern verständigt, wir haben uns im Kollegium verständigt und waren vorbereitet, sodass wir schon vor dem ersten Lockdown den Antrag auf die Mittel zur Digitalisierung, die Bundesmittel, stellen konnten. Die Schulstiftung war da schon auch zeitig dran. Wir waren als Altenburger Schule mit im Pilotprogramm der Evangelischen Schulstiftung in Mitteldeutschland, sodass wir schon sehr zeitig, eigentlich schon vor den Herbstferien, wussten, es wird geliefert werden, sodass dann also auch Ende November, Anfang Dezember die Geräte hier waren. Der zweite Lockdown kam uns stückweit zugute, sodass die Geräte hier eingebaut werden konnten. Das Einzige, was uns noch ein Stück weit fehlt, ist das Glasfaserkabel. Da sind wir mit im Landkreis drin, haben den Antrag mitgestellt gehabt und müssen da noch warten. Ortswechsel. Auch der Landkreis Sonneberg ist die Thematik angegangen. Für die öffentliche Hand hingegen ist das schnelle Reagieren aber viel schwerer. Und der Landkreis tut jetzt als Schulträger auch sein Möglichstes, um dieses Thema zu unterstützen und an den Schulen zu ermöglichen. Ein Baustein davon ist die Beschaffung von mobilen Endgeräten. Da sind wir gut dabei. Wir haben einen Förderantrag gestellt. Der Förderantrag ist positiv beschieden.
Circa 253.000 Euro werden uns da zur Verfügung gestellt und das reicht laut aktueller Markterkundung für circa 500 Endgeräte. Die Ausschreibung ist kurz vor Fertigstellung und gut, ich kann jetzt nicht spekulieren und möchte auch nicht spekulieren, wie lange das Ausschreibungsverfahren dauert, aber de facto werden wir circa 500 Endgeräte mit der Förderkulisse beschaffen können. Dabei geht es hier nicht nur um die moderne Ausstattung von Schulen. Vor allem an das mobile Lernen in Zeiten von Corona unerlässlich wurde gedacht. Leihgeräte für Schüler gibt es hier ohne große Probleme. Das ist das Gute, dass wir über den Digitalpakt auch die Schülerendgeräte bekommen haben. Wir haben also im Dezember 120 Schülerendgeräte bekommen, die eingerichtet wurden im Januar. Und wir haben jetzt circa, ich würde sagen, 35 Geräte ausgeliehen an die Schüler. Von diesen Möglichkeiten dürfte man in vielen Thüringer Schulen noch weit entfernt sein. Fehlende Konzepte und komplexe Ausschreibungsverfahren verhindern den schnellen digitalen Einstieg. Laut Brancheninformationen sind außerdem die aktuell zu bestellenden Gerätezahlen allein für deutsche Schulen am Markt gar nicht erhältlich. Fazit: Die Digitalisierung an den Schulen ist unterschiedlich vorangeschritten. Woran es liegt, an den Akteuren vor Ort oder dem Ministerium oder dem Landtag, das weiß man nicht so genau. Auf jeden Fall bleiben Hausaufgaben, zumal es unterschiedliche Formen gibt, wie unser nächstes Beispiel beweist. Virtual Reality im Schulalltag. Bewegliche 3D-Modelle, die sich von allen Seiten betrachten lassen. Schulbücher, aus denen Häuser wachsen. Im Klassenzimmer eine Kapelle begehen. Ein virtuelles Labor. So kann der Schulunterricht im 21. Jahrhundert aussehen. Die Koordinaten mit drin, die ganzen Formeln, was da notwendig sind. Und so brauche ich als Lehrer nicht mehr viel erklären. Das Unternehmen Imcimity aus Baden-Württemberg arbeitet seit über einem Jahrzehnt mit sogenannten Cyber-Classrooms. Hier lernen Schülerinnen und Schüler mit der Unterstützung von neuen Medien. Zum Beispiel durch dreidimensionale Modelle oder VR. VR steht für Virtual Reality, also virtuelle Realität. Wer in ein VR-Headset schlüpft, sieht vor sich eine am Computer erstellte Welt, mit der er interagieren kann. Im Schulunterricht könnte so zum Beispiel ein chemisches Experiment durchgeführt werden. Also ich sage immer, die Lernanwendungen, die wir machen, sorgen dafür, dass die Schüler spielerisch lernen, mit dem Lerneffekt im Vordergrund. Aber so spielerisch, dass sie nicht mehr merken, dass sie lernen, weil es so viel Spaß macht. Der VR-Campus Thüringen hat den Cyber-Classroom in den Freistaat gebracht. In der Altstadtgalerie von Greiz soll ein Zentrum entstehen, in dem Lehrer und Schüler sich an den neuesten Technologien ausprobieren können. Gleichzeitig sollen sogenannte Roadshows den Cyber-Classroom direkt an die Schulen bringen. Die Lehrer machen dort ihren normalen Physik, Chemie, Biologie, Mathematikunterricht, aber virtuell. Das bedeutet, dass zum einen die Schüler den Unterricht gestalten können, ja, oder die Lehrer. Unterstützt wird der VR-Campus von der Thüringer Staatskanzlei. Digitalisierung ist kein Selbstzweck, sondern Mittel zum Zweck. Und das, was hier passiert mit dem Cyber Classroom, halten wir für einen guten Zweck, denn es bringt den Schülerinnen und Schülern wichtige Lernstoffe nahe, und zwar mit neuen Techniken. Und es wird zugleich auch Medienkompetenz vermittelt, also der Umgang mit diesen neuen Technologien. Von VR-Headsets sind die Thüringer Schulen jedoch noch weit entfernt. Vielerorts fehlt selbst eine ausreichende Internetausstattung oder Endgeräte für Schüler und Lehrer. Laut Angaben des Thüringer Bildungsministeriums wurden 40,8 Millionen Euro aus dem Digitalpakt für Projekte an 310 Thüringer Schulen bewilligt. Die Umsetzung dieser Projekte und die Anschaffung der Endgeräte stellt sich jedoch als ganz eigene Herausforderung heraus. Das allergrößte Problem ist wirklich, wir brauchen jetzt aktuell Sachen, also seit einem Jahr, seit Beginn der Pandemie brauchen wir Digitalisierung. Und es hat sich in einem Jahr eigentlich nichts getan. Und ja, was wir uns wünschen, ist einfach, dass es vorangeht. Es muss jetzt endlich was passieren. Und wir werden eigentlich nur ausgebremst. Und egal, was man für Wege gefunden hat im letzten Jahr, dann war entweder Technik nicht vorhanden oder dann war Datenschutzproblem, klar, wichtiges Thema Datenschutz. Aber wenn keine Alternativen aufgezeigt werden, keine sinnvollen Alternativen, dann weiß ich nicht, wie man weiter arbeiten soll an der Stelle. Technik und Software für den modernen Schulunterricht gibt es bereits. Jetzt bleibt nur die Frage, wie und wann sie ihren Weg in den Schulalltag finden werden.
Die SPD hat eine Aktuelle Stunde zum Ballstedt-Prozess beantragt, der seit kurzem erneut vor dem Landgericht Erfurt läuft. Dabei müssen sich 11 Angeklagte ihre mutmaßliche Beteiligung an einem Überfall auf eine Kirmesgesellschaft in Ballstedt 2014 verantworten. Bei einer Landtagsdebatte über den sogenannten Ballstedt-Prozess ist eine Diskussion über die Beziehung zwischen Justiz und Politik hochgekocht. Und auch die rot-rot-grüne Fraktion war dabei alles andere als einer Meinung. Vor 7 Jahren sind rechte Schlägertruppen, also Nazischläger, losgezogen und haben vollkommen wehrlose Leute um Mitternacht herum in Ballstedt überfallen und zum Teil krankenhausreif geschlagen. Das war bis dato einmalig. Die sind immer noch zum Teil auf freiem Fuß. Und jetzt nach einer, sagen wir mal, Gerichtspanne, wo das Ganze neu aufgerollt werden muss, jetzt steht in Rede, dass den Tätern Bewährungsstrafen angeboten werden. Und da fragen wir im Landtag, wie ich finde, berechtigterweise, was macht das mit den Leuten vor Ort, mit den Opfern, mit den Leuten in Ballstedt, die gegen rechts aufstehen und die so eine Debatte verfolgen? Und Entschuldigung, über den NSU-Prozess haben alle Landesparlamente überall genauso debattiert, ohne dass wir versucht haben, in den Prozess einzugreifen. Darum geht es auch gar nicht. Aber ich finde, wenn so etwas passiert in Ballstedt und wenn wir momentan vor der Frage stehen, wie geht es den Opfern, dann ist es nicht nur die Pflicht von Abgeordneten, darüber zu reden, sondern muss man das generell, glaube ich, auch im ganzen Land tun. Ballstedt zeigt, dass sich Politik gefälligst aus der Justiz heraushalten sollte. Wir leben in einem Rechtsstaat, wo eben auch Justiz ganz eindeutig und eigenständig ihre Urteile formulieren sollte. Das Wichtigste ist aber, der grüne Justizminister hat seiner eigenen Regierung selber ins Stammbuch geschrieben, was sie falsch gemacht haben. Und genau aus diesem Grund haben wir das als CDU-Fraktion auch kritisiert. Ich will da keine Antwort drauf geben, aber ist der Eindruck entstanden, dass vielleicht Einfluss genommen worden ist. Und diesem Eindruck muss man stark entgegentreten, weil unser Rechtsstaat, unser ganzer staatlicher Aufbau dient oder ist begründet auf der Gewaltenteilung. Und sobald da ein Geruch entsteht, dass diese durchbrochen wird, ist das gefährlich für unsere Demokratie und den Zusammenhalt der Bevölkerung. Also wir sagen gar nicht, dass es fehl am Platz war, sondern man muss unterscheiden. Die Justiz ist unabhängig und das ist auch richtig so. Wir haben uns immer wieder dafür ausgesprochen, dass Justiz frei von Einflüssen der Politik bleiben muss. Das heißt aber nicht, dass man nicht eine politische Haltung zu bestimmten Fragen haben kann und dass man auch eine bestimmte Erwartungshaltung hat. Wenn wir an den blutigen Überfall von Ballstedt denken, auf die Kirmesgesellschaft, dann ist völlig klar, dass die Opfer, dass die Betroffenen Gerechtigkeit erwarten, dass Prozesse möglichst schnell stattfinden sollen und dass auch ein gerechtes Urteil passieren muss. Und das kann man auch politisch diskutieren. Was man nicht darf, ist Einfluss nehmen auf die Gerichtsbarkeit. Welchen Einfluss haben Verbände, Lobbyisten oder private Personen auf Abgeordnete? Das war dieses Mal im Landtag die große Frage. Und deswegen gab es 2 Gesetzesvorschläge, die eingereicht wurden. Es geht darum, nachzuweisen, mit wem gesprochen wird und welchen Einfluss das auf Entscheidungen hier bei den einzelnen Abgeordneten haben könnte. Wir haben mit den Abgeordneten gesprochen und geschaut, wem es zu weit geht oder wo man vielleicht mit Augenmaß messen soll. Ja, ich glaube, nicht zuletzt die Maskenaffäre hat gezeigt, dass die Bürgerinnen und Bürger zu Recht ein großes Interesse daran haben, wen Politik berät, ob Politik sich dafür bezahlen lässt oder ob sonstige Abhängigkeiten beispielsweise bestehen. Wir streben seit vielen, vielen Jahren für umfangreiche, für umfassende Transparenz. Deswegen haben wir zuerst ein Beteiligten-Transparenzregister auf den Weg gebracht. Für ein Lobbyregister hat uns damals die Mehrheit gefehlt. Jetzt haben wir die hoffentlich und setzen darauf, dass wir auch zu diesem Lobbyregister kommen, wo tatsächlich nachgewiesen wird, ob und wenn ja, welche Geldmittel auch an Abgeordnete geflossen sind und wer wie in welcher Form Einfluss auf bestimmte Gesetzgebungsverfahren genommen hat. Soll nicht so klingen, dass wir gegen Transparenz sind. Natürlich ist das Offenlegen von Einkünften im Zusammenhang mit dem Mandat sehr wichtig und für Transparenz unbedingt notwendig. Was wir aber nicht wollen, ist jeden, der unternehmerisch tätig ist, von seiner unternehmerischen Tätigkeit auszuschließen. Ich nehme mal ein Beispiel. Ein Architekt wird sein Büro weiterführen und da sicherlich erhebliche Einnahmen erzielen. Aber nicht, weil er unbedingt selber dort arbeitet, sondern weil das Büro gut funktioniert. Und damit entsteht ein falscher Eindruck. Wir wollen eben auch Leute aus der verdienten Unternehmerschaft, aus verdienten Lebenssituationen auch ermöglichen, neben ihrer beruflichen Expertise sich im Parlament einzubringen. Wir bauen hier eine Art Generalverdacht auf. Es geht ja auch um das Offenlegen von nicht genutzten, selbstgenutzten Immobilien, vielerlei Dingen. Und das geht dann irgendwann zu weit und ist unheimlich viel Bürokratie. Und wir müssen halt aufpassen, dass wir jetzt in der Situation, wo manche einfach Recht gebrochen haben, indem sie sich selbst bereichert haben, nicht das Kind mit dem Bade ausschütten. Naja, das sind ja 2 Teile. Das Transparenzgesetz und das Lobbyregister umfasst, dass wir erstens vom ersten Cent an die Nebeneinkünfte der Abgeordneten offenlegen wollen. Im Moment ist es so, wer im Jahr mehr als 10.000 Euro Nebeneinkünfte hat, der muss sagen, woher sie kommen. Alles, was drunter ist,
Das wird nicht thematisiert. Jetzt kann man sagen, das sind geteilt durch 12 Monate mal so 800 Euro. Aber ich finde, 10.000 Euro im Jahr ist auch eine Menge Geld. Und deswegen stehen wir dahinter, nach all dem, was passiert ist mit Maskenskandal und so weiter und so fort. Ab dem ersten Cent soll alles offengelegt werden. Und das Zweite ist, wie kommt ein Gesetz im Thüringer Landtag eigentlich zustande? Das ist sehr spannend, weil das, wenn es um Düngemittelverordnungen geht, natürlich der Bauernverband hier mal anklopft, ist vollkommen klar, dass der Lobbypolitik macht, ist auch legitim. Aber es gibt natürlich auch manch andere Dinge, wo man sagt, wer hat denn eigentlich mit welchem Abgeordneten, warum, wie lange und in welcher Richtung gesprochen und warum sieht das Gesetz jetzt so aus? Und das wollen wir ab sofort oder in Zukunft dann so machen, dass man genau nachvollziehen kann, welche Lobbyverbände sind an die Politiker herangetreten. Das kann man an jeden Gesetzentwurf drankoppeln, jeder kann sich dann angucken. Und das halte ich auch für eine sehr, sehr wichtige Geschichte. Weil wir glauben, dass es um die Integrität von Abgeordneten geht. Der Bürger muss sich darauf verlassen können, dass die Menschen in diesem Land, die im Parlament sitzen, sich nicht die Taschen voll machen, sondern für das Beste in diesem Land, für ihre Heimat streiten. Und dafür haben wir klare Regeln gemacht. Die bedeuten unter anderem, dass Unternehmensbeteiligungen, alle anderen Formen von wirtschaftlicher Tätigkeit auch offengelegt werden. Rot-Rot-Grün hat da so ein paar Luftblasen formuliert, die am Ende nicht dazu führen, dass wir mehr Klarheit haben. Wir setzen auf Transparenz, Eindeutigkeit und Integrität. Finden Neuwahlen statt oder nicht? Eigentlich sollten die Neuwahlen vom Landtag bereits im April stattfinden, wurden pandemiebedingt aber auf den September verschoben. Jetzt könnte dieses Vorhaben allerdings platzen, denn die erforderliche Zweidrittelmehrheit für den Auflösungsbeschluss des Thüringer Landtags bröckelt. Auslöser sind einige Abgeordnete, wo man nicht so genau weiß, was die jetzt wollen. Wir wollen wissen, wie die Situation bewertet wird. Ja, wir haben einen Vertrag unter 4 Fraktionen. Das sind die CDU, die SPD, die Linke und Bündnis 90, die Grünen. Wir haben uns gemeinsam auf die Neuwahlen verständigt und dazu stehen wir. Und dann müssen diese 4 Fraktionen selbstverständlich auch die Stimmen liefern. Wenn Sie gerade von einer noch FDP-Abgeordneten sprechen, sie ist ja gar kein Mitglied, sie hat ganz eigene Interessen, sie tritt für einen Querdenkerverein, die Bürger für Thüringen an, will für die ins Rennen gehen, da ist klar, dass sie völlig eigene Interessen verfolgt. Wir können die CDU hier nicht aus der Pflicht lassen, mit der haben wir den Vertrag und es liegt an den 4 demokratischen Fraktionen, die das auch versprochen haben, jetzt auch umzusetzen. Unsere Unterschriften werden dafür stehen. Wir sind gespannt, ob die CDU jetzt auch liefert. Das aktuelle Plenum, die wichtigsten Entscheidungen gibt's jetzt in 2 Minuten 30. Die Tagesordnung war gedrängt. Fast 80 Punkte waren abzuarbeiten. Natürlich wurden nicht alle geschafft und wie üblich in den nächsten Monat mitgeschleppt. Der neue Mafia-Untersuchungsausschuss des Thüringer Landtags kann seine Arbeit aufnehmen. Die linke Abgeordnete Iris Martin-Gell wurde vom Thüringer Landtag zur Ausschussvorsitzenden gewählt. In den vergangenen Wochen war die eigentlich als Vorsitzende geplante Katharina König-Preuß von der Linken zweimal bei der Wahl durchgefallen. Der Ausschuss war bereits bei einer Plenarsitzung Ende April eingesetzt worden. Nun ist er arbeitsfähig. Ein freundlicher Antrag der FDP zur Erforschung von Long-Covid fand nicht nur die Unterstützung der CDU. Ein Punkt, bei dem große Einigkeit herrschte. Auch bei den Linken, der SPD und Bündnis 90, die Grünen. So waren sich ausnahmsweise 5 Thüringer Landtagsfraktionen einig und stimmten für den Gesetzesantrag, ohne ihn, wie sonst üblich, in den Fachausschuss zu verweisen. Damit erging an die Landesregierung der Auftrag, gemeinsam mit Sachsen und Sachsen-Anhalt ein mitteldeutsches Forschungszentrum einzurichten. Dieses soll die medizinischen Fakultäten der Universitäten und Kliniken in den 3 Bundesländern zu einem Forschungscluster zusammenführen und sich der Erforschung von Long-Covid und den damit in Verbindung stehenden weiteren Erkrankungen widmen. Die Übereinstimmung zeigte sich auch in den Statements der Fraktionsvorsitzenden. Die CDU hat der FDP auch ein klein wenig Starthilfe gegeben bei dem Thema Long-Covid. Wir haben einen gemeinsamen Antrag eingebracht, der uns 3 Dinge lehren soll. Das erste, wir müssen die Langzeitfolgen von der Krankheit und der Pandemie, die uns jetzt ein Jahr lang ganz intensiv beschäftigt hat, besser erforschen, damit wir nämlich den Bürgern und Menschen und Patienten, die davon betroffen waren, auch helfen können. Das setzt auf Forschung. Das zweite ist, dass wir damit auch sichtbar machen, dass wir davon ausgehen, dass das Virus noch eine Weile unter uns sein wird. Und deswegen müssen wir lernen, mit dem Virus zu leben. Das bedeutet aber drittens auch, dass wir jetzt, wo die Inzidenzzahlen fallen, auch mit weniger einfachen und einheitlichen Regeln agieren und wieder zu einer Normalität zurückkommen. Deswegen habe ich auch gefordert, dass wir unter einer Inzidenz von 20 auch die Maßnahmen fallen lassen, sondern nur noch auf AHA-Regeln und Kontaktnachverfolgung setzen, weil darum muss es gehen. Jetzt wieder Normalität und gucken Sie sich um. Bei uns in den Landkreisen, in den Städten, die Leute wollen raus und da wollen sie nicht irgendwas Unsinniges vor der Brust haben. Und deswegen Long-Covid als Erforschung und jetzt aber auch das Richtige tun, damit die Bürger wieder zur Normalität finden.
Also die Freie Demokratische Fraktion hat einen Antrag ausgearbeitet zu den Folgen von Long-Covid oder von Covid. Und ich halte es für sehr wichtig, dass wir uns mit den Folgen der Krankheit auseinandersetzen. Wir werden mit dem Virus leben müssen, wir müssen aber damit klarkommen, können nicht das ganze Leben dem unterordnen. Von Lockdown zu Lockdown ist keine Konsequenz. Deshalb dieser Antrag, wie wir die Folgen dieser Krankheit langfristig in den Griff bekommen. Das ist eine große Personengruppe, die einfach langfristig zu leiden hat unterdessen. Und da sind wir sehr froh, dass sich die anderen Fraktionen in Form von CDU und dann auch SPD, Linke und Grüne sich unserem Antrag angeschlossen haben. Und es ist wichtig, dass wir Einigkeit demonstrieren bei einem Thema, was überhaupt keine Parteipolitik verträgt, sondern nur eins, nämlich, dass wir Politiker mit einem Forschungszentrum, mit vielen Initiativen uns darum kümmern, dass die Folgen der Krankheit für die Bevölkerung in Thüringen und in ganz Deutschland gemildert werden. Long-Covid ist ein Phänomen, was relativ neu ist. Das ist klar, wir haben die Pandemie erst seit einem Jahr. Es gibt dazu so gut wie keine Forschung. Wir haben dazu noch gar keine Erfahrungen. Und insofern ist es auch richtig und wichtig, dass sich die demokratischen Fraktionen in solchen Fragen zusammentun, die Forschung befördern und sich auch zu diesem Thema gemeinsam verständigen. Ich glaube, das ist wirklich ein mutmachendes Signal heute aus dem Landtag. Wir beobachten, und das sagen viele Experten ja mittlerweile schon seit Monaten, dass Menschen, die die Krankheit überstanden haben, trotzdem über Monate, teilweise Jahre hinweg immer noch gehandicapt sind. Menschen, die unglaublich viel Müdigkeit empfinden, die Schwierigkeiten haben, eine Treppe hochzugehen, die bestimmte Dinge nicht mehr koordinieren können in den Tagesabläufen. Und wir finden, dass so etwas natürlich auch weiter erforscht werden soll und dass dafür natürlich auch Mittel und Gelder bereitgestellt werden sollen. Das war's von unserer ersten STIP-Visite hier im Erfurter Landtag, liebe Zuschauer. Ich darf mich herzlich von Ihnen verabschieden, hoffe, Sie sind beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und wenn Sie Themen für uns haben, können Sie die gerne melden an unten eingeblendete Mailadresse. Bis dahin, bleiben Sie gesund. Tschüss.